Und damit herzlich willkommen zum Finale der GDI-Kampagne von Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ground Zero, dort, wo alles angefangen hat. Die Schlacht um Ground Zero, oder am Ground Zero wird auch passen. Angriff auf den Kontrollknoten der Aliens. Sehr gute Arbeit, Commander. Unsere Truppen sind durch diesen Sieg zusätzlich motiviert worden. Jetzt haben unsere Truppen mit einer Großoffensive auf diese Türme begonnen. Ganz aktuell. Es wird gerade gemeldet, dass nur noch einer dieser Türme steht. Hier, im Mittelmeerraum. Oder was früher einmal der Mittelmeerraum war. Und wissen Sie was? Ausgerechnet Nord hat die Zerstörung des Turms bis jetzt verhindert. Die Bruderschaft hat eine ungewöhnlich große Armee vor Ort und scheint den Turm zu beschützen. Warum, wissen wir nicht. Keine Ahnung, was die vorhaben, aber das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie sind in Italien noch nicht fertig. Die Invasoren haben hier eine Art Kontrollknoten. Es ist sicher kein Zufall, dass er am Ground Zero steht. Immerhin ist das der Ausgangspunkt der Tiberium-Kontamination. Laut Dr. Ibrahim steuert dieser Knoten die Tiberium-Verteilung für alle ihre Einheiten. Und ohne Tiberium funktionieren sie nicht. Stoppen Sie die Einheiten. Stoppen Sie die Invasion. Commander, ich muss Ihnen etwas sagen. General Granger hält wichtige Informationen zurück. Informationen, die Ihnen das Leben retten könnten. Unter meiner Aufsicht konnte die GDI-Waffentechnik aus dem von Nott konfiszierten Material eine Flüssig-Tiberium-Bombe bauen. Inzwischen stattete ich bereits Ihre Truppen damit aus. Nun, Granger erwartet, dass Sie versuchen, einen Sieg durch harte Arbeit möglich zu machen. Und wieso? Er meint, ich sei eine politische Gefahr für ihn. Wenn mein Plan uns weiterbringt, ist Granger unwichtig. Das denken sicher auch die Medien von ihm. Aber sie werden Sie als Held sehen, wenn Sie diesen Krieg schnell gewinnen. Hier geht es nicht um mich oder Granger, Commander. Hier geht es um Sie. Ihre Stunde kommt. Machen Sie für sich Geschichte. Ja, ein ganz verlockendes Angebot. Ja, vor allem derjenige, der jetzt vorher hergegangen ist und zu allen Leuten gesagt hat, ja, die GDI wird durch meine harte Arbeit und meinen Enthusiasmus jetzt quasi hier noch zurückspulen, wenn ich hier zurückspülen. Und jetzt drängen wir wirklich selbst mit harter Arbeit noch zurück und sagt, oh, ne, wir nehmen lieber den Easy Way. Ne? Ja, Flüssig-Tiberium-Bombe. Was kann schon schief gehen, nicht wahr? Und ja, an der Stelle schon mal erwähnt, und ich denke, ich werde beide zeigen, es gibt zwei Enden für die GDI-Kampagne, je nachdem, ob man die Bombe einsetzt oder nicht. Aber gut, Ground Zero, ab geht's. Am Ground Zero befindet sich ein einzigartiges Alien-Gebäude mit außerordentlicher Architektur und kulturellem Wert, das wir in die Luft jagen, das GDI-Experten als Kontrollknoten bezeichnen. Dieser scheint die Alien-Verbände weltweit mit Tiberium-Strahlung zu versorgen. Wenn sie den Kontrollknoten zerstören, werden die Alien-Einheiten möglicherweise deaktiviert und die Invasion kommt zum Erliegen. Allerdings ist uns Nord wieder einmal einen Schritt voraus und hat die Aliens offenbar angegriffen. Beide Parteien kämpfen derzeit um einen zentral gelegenen Hügel in der Nähe von Ground Zero, den sie vermutlich als Ausgangspunkt für Angriffe oder den Bau von Superwaffen nutzen werden. Sie müssen improvisieren, nehmen sie einige feindliche Gebäude ein und neutralisieren sie alle Nord- und Alien-Truppen, die ihnen in die Quere kommen. Achten Sie aber auf das nicht identifizierte Objekt, das sich dem Kontrollknoten nähert. Ist das Mutterschiff etwa? Ne, das hatten wir ja schon mal. Nicht identifiziertes Objekt, alles klar. Und ja, bezüglich dem letzten Turm, da gehen wir gar nicht hin. Wir gehen da zum Ground Zero, wir gehen nicht zum letzten Turm, aber der wird interessanterweise von Nord geschützt. Warum? Ja, kriegen wir wahrscheinlich in der Nord-Kampagne raus, würde ich sagen. Okay? Erstmal zur letzten GDI-Mission und so. Stützpunkt in Sicht. Neue Bauoptionen. Empfange Nachricht. Der Kontrollknoten befehligt sämtliche Alien-Truppen. Wir müssen ihn dem Erdboden gleich machen, um die Invasoren aufzuhalten. Da hat sie recht. Die Nord-Truppen in diesem Gebiet sind eine Gefahr für unsere Mission. Zerstören Sie Ihren Stützpunkt im Norden. Da hat sie auch recht. Wird gebaut. Also ressourcentechnisch beschweren kann man sich da eher weniger, würde ich sagen. Grün und Blau und... Spaltgenerator geordnet. Schon. Stellen Sie sicher... Oder ein Tempel von Nord... Da dürfen wir aber eine Menge Zeug haben, wie es aussieht. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wir haben nur einen... Ach nee, wir haben auch einen Bau... Stimmt, wir haben einen Baukran. Oh mein Gott.
wird gebaut. Geil. Bereit. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Völlige Überlegenheit. Ja, Sir. Unsere Basis wird angegriffen. Ich bin bereit. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Okay. Neue Bauoptionen. Ran geht's. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Zu wenig Energie. Oho. Ein bisschen überfordert mit Doppelbauen. Okay, legen wir los. Also Baukran mache ich, wenn normalerweise mache ich den nicht, weil... Angriff läuft. Oh, nein, nein, nein. Auf zur Front. Normalerweise ist es so, dass man fast gar nicht dazu kommt, den zweiten Baukran gescheit zu nutzen. Aber hier können sich jetzt gerade lohnen bei der Menge an Sibirien, die ist. Vielleicht schon zu Beginn. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Arsenal fatal, würde ich mal sagen. Komm, machen wir mal ein paar BMTs. Ausbildung. Der einen mit Snipern ist schon mal gut. BMT einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Wird gebaut. Wird gebaut. Ein bisschen Flugabwehr, das könnte nämlich immer so ein Problem werden. Raketentrupp, aufgepasst, Transporter. Bau abgeschlossen. Einheit auf Einsatz. Au, 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 auf zur Front. Stopp. Stopp. Auf sie. Okay. Wird gebaut. Wird gebaut. Nee, ich glaube, das baue ich gerade schon. Ich sag ja, da kommt man ein bisschen durcheinander. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. So, Spaltgenerator verhindern, dass der eingesetzt wird, nicht wahr? Ich meine, das ist gleich ums Eck. Wenn wir schnell sind, sind wir nicht langsam. Genau. Ihr habt mich richtig verstanden. Unsere Basis wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Holy shit! Holy shit! Was ist denn da los? Oh, nö. Ich habe mein Kommando nicht mehr. Aber wir sind noch im Rennen. Also, hey! Okay, wir haben es geschafft. Alter Falter. Alterus Falterus. Wir werden jetzt wirklich einfach von beiden Seiten behakt hier. Wie wäre es mit Nein? Fragezeichen. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Commander? Bau abgeschlossen. Los Waffelos Fabrikus. Wird gebaut. Wird gebaut. Meine Befehle. Mammut einsatzbereit. So, ganz schöne Entwicklung, ne? Sehr gut. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Ich habe Ihre Code. Ausbildung. Okay. Wird repariert. Bau abgeschlossen. Geilomat. Aber Kraftwerke sind schon in Arbeit. Feindliche Einheiten in Sicht. Mammut einsatzbereit. Ja, Sir. Oh ja. Aber okay. Strom war gleich wieder da zum Glück, aber oh, diese Bombe. Ausbildung. Unbesiegbar. Bau abgeschlossen. Ich hab, was ich brauche. Okay, dann gehen wir gleich mal rüber, würde ich sagen. Komm ich schon rüber. Es kann losgehen. Erwarten Befehle. Ah, Kaserne ist weg. Wird gebaut. Melden uns zum Dienst. Hab ich eh nie gemocht. Mammutpanzer bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay, in 2 Minuten ist Spaltgeneratorzeit. Wisst ihr, wie spät es ist? Es ist Spaltgeneratorzeit. Ich pflanze da jetzt einfach drüber, ey. Digitieren Sie das Mutterwest. Nee, dirigieren Sie das Alien-Mutterschiff zum Notstützpunkt. Dirigieren. Okay. Und wie dirigiere ich das? Auf zur Front. Commander? Feindliche Einheiten in Sicht. Unterwegs. Mammutpanzer bereit.
Ein Mutterschiff der Alien nähert sich ihrer Basis. Lenken Sie es vorübergehend zum Notstellpunkt um, indem Sie davor stationierten Störsender ausschalten. Früher oder später müssen Sie das Mutterschiff allerdings in jedem Fall zerstören. Davor stationierte Störsender. Unaufhaltsam. Bereit. Rücke vor. Panzer Crew bereit. Völlige Überlegenheit. Bereit. Commander? Völlige Überlegenheit. Wir kommen. Davor stationierte Störsender? Ah! Ah, okay. Ich sehe, was gemeint ist. Ich sehe, was gemeint ist. Oh, ich spüre, was gemeint ist. Die Mission ist wieder ein bisschen härter. Ich sehe es schon. Mal gucken, ob die Firehawks das schaffen. Also die Mission will ja immer wieder alles von mir gleichzeitig, ne? Und noch ein bisschen was dazu. Wird gebaut. Warten auf Einsatzbefehl. Firehawk ist bereit. Was ist mit? Nice! Nummer 1. Nummer 2. Der Störsender ist zerstört worden. Der Störsender ist zerstört worden. Der Nordstützpunkt ist nicht mehr. Das können wir jetzt Zerstörsender nennen, nicht wahr? Ja, Sir. Okay, vielleicht macht das Mutterschiff ja. Das heißt ja früher oder später, vielleicht macht das Ding jetzt wirklich denn. Die haben ja keinerlei Flugabwehr, so wie es aussieht, ne? Die werden davon jetzt einfach so geflext. Macht sie halt an. Rücke vor. Feuer. Mammut rückt vor. Einfach maximaler Flex. Unbesiegbar. Auf dem Weg. Jetzt ist aber. Jetzt ist er. Also, Leute. Ruhig. Och nö. Mammutpanzer bereit. Ne, braucht man nicht. Ja, das glaube ich euch. Ja, Sir. Die Aliens haben echt zu viel Independence Day geschaut, ey. Meine Befehle. Einheit befördert. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wow. Okay. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Ja, Sir. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Stealth-Einheit beauftragt. Mammutpanzer bereit. Ja, hi. Auch hier. Zu dieser frühen Stunde. Mammutpanzer. Oh, hier ist noch so viel blaues Tiberium, das ist ja so feindliche lecker. Stützpunkt in Sicht. Feindliche Einheit. Ein Räder, ey. Er versucht auch zum Held zu werden. Wenn er das abschießt, dann wird er zum Held, ey. Dann wird er instant zum Oberkommandanten hochbefördert, einfach nur. Er löst dann einfach Kane ab. Okay, die Fliegerleinen sind ein bisschen nervig. Bauarbeiten läuft. Unbesiegbar. Auf sie! Auf sie! Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Wird gebaut. Ungeeigneter Bauplatz. Ah, Mist. Ich wollte eigentlich noch die Mammuts hier reparieren und retten. Hey, das Mutterschiff dreht ab! Juhu! Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Auf Empfang. Feindliche Einheiten in Sicht. Wird repariert. Panzerdivision ausrücken. Ja, Sir. Stellt mal vor, ihr seid Nord und habt einen Störsender und der ist einfach weg. Abgeschlossen. Ich denke, jetzt Zentrum habe ich noch. Ich brauche bloß das Geld, okay. Mammutpanzer. Mammut, oh, ich treffe sogar. Planetare Trägerschiffe. Unsere Basis wird angegriffen. Oh, aua. Mammutpanzer bereit. Bitte beide aufs selbe Ziel schießen, danke. Mal das weg. Jo, so viel zum Spalt. Aber gut, ich habe das Bonusziel geschafft, auch wenn ich es nicht eingesetzt habe.
Na, früher oder später, ich glaube, ich muss es gar nicht zerstören, oder? Jawohl. Die machen jetzt einen Baukran kaputt. Also wenn die jetzt not gut eine reinwürgen, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Ach, guck mal, wer da kommt. Also wie viele Mammutpanzer habe ich mittlerweile? Gut, weil es jetzt hier fertig ist, aber... Ich meine, Nott macht immer noch einen guten Job. Wir sind startklar. Mammut einsatzbereit. Einheiten in Sicht. Ah, das ist jetzt ein bisschen schade um das Teil, aber sowas. Wird gebaut. Bereit. Initialisiere Video-Einsatz. Das sieht der Oberkommando ist wieder da. Olle. Commander, gerade erfahre ich von Boyles Plan. Das überrascht mich nicht. Obwohl wir uns in einer hoffnungslosen Lage befinden, warne ich eindringlich vor dem Einsatz der Tiberium-Bombe. Sie beendet den Krieg, aber eine Explosion in der größten roten Zone der Welt, die Kettenreaktion hätte verheerende Folgen. Und da ist noch etwas anderes. Setzen Sie die Bombe ein, schaffen Sie damit einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall. Wir wären abhängig von Tiberium-Waffen und vom Tiberium selbst. Das widerspricht unseren Idealen, denen der GDI. Wir kämpfen ehrenhaft und tapfer für die Befreiung der Menschen vom Tiberium. Ich möchte etwas über uns sagen. Wir sind diejenigen, denen das Volk vertraut, dass wir sie beschützen. Wir haben die verdammte Pflicht, das Vertrauen zu rechtfertigen. Ja, es ist riskant und es wird Opfer geben, aber wir sind im Krieg gegen einen Feind, den die ganze Menschheit noch nie gesehen hat. Wenn sie nicht alles tun, was in ihrer Macht steht, wenn sie nicht alle geeigneten Mittel ausschöpfen, diesen Krieg zu beenden, dann enttäuschen sie jeden Mann, jede Frau, jedes Kind auf diesem Planeten. Tun Sie das Richtige, Commander. Nur das verlange ich. Ja, tun Sie das Richtige. Ah, Entschuldigung, Boyle, ich habe meinen Bullshit-Translator gerade nicht offen gehabt, um das einzutippen. Also ich bin da gerade nicht mit hinterhergekommen. Okay, ich meine, das Ding ist schon fast zerstört. Den Rest können wir uns jetzt dann auch gleich noch kümmern. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Wird gebaut. Oh la, die Waldfee. Meine Befehle. Shit. Ich wollte doch. Na, kümmern wir uns zuerst um Nord. Auf dem Weg. Der Tempel von Nord ist nämlich immer noch da, das ist ein Problem. Hab ich gehört. Das Ding hat's echt überstanden, krass. Ne, tut mir leid. Alter Schalter. Halt, Moment, wir machen erstmal das Ding hier kaputt. Dann, der Tempel von Nord wird wahrscheinlich auf mich gefeuert, nicht wahr? Deine Mutterschiff einfach nur. Ausbildung. Ich möchte zum Tempel von Nord, aber gleichzeitig möchte ich ein Eis. Danke. Bin unterwegs. Ich komme. Ich meine, Tempel von Nord einzunehmen ist natürlich auch ein Plan. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Ich glaube, da komme ich nicht rechtzeitig hoch. Ja, Sir. Ich habe Ihren Code. Bin unterwegs. Meine Befehle. So, mal durch bitte mit euch allen. Im Notfall versuche ich ihn so schnell es geht zu zerstören. Bereit. Alter. Obelisken sind auch noch dabei. Shiitake, einfach nur. Ich komme. Unsere Basis wird angegriffen. Auf dem Weg. Das ist der Notstil. Das ist doch der Bauhof. Da ist der Bauhof. Wo ist denn der Kacktempel? Auf dem Weg. Feindliches Kommando entdeckt. Ich komme. Oh, der Tempel ist weg? Habe ich den passiv zerstört irgendwie? Oder was ist da los?
Die versucht einfach noch den Bauhof zu zerstören. Alles andere ist wichtig. Alles andere ist wichtig. Hä? Alles andere ist egal. Oh nein, sag bloß, ich habe keine Sammler mehr. Nice. Noch die Fahrzeugfabriken zerstören und dann haben wir... Ach, guck mal, wer da ist. Da seid ihr also. Ach, die haben den Tempel wahrscheinlich... Ach, war der da oben? Ach, das war wahrscheinlich das Ding da vorne. Okay, dann lasse ich die Screen mal den Rest erledigen. Ist in Ordnung. Vielleicht kriege ich noch einen Mammutpanzer gerettet oder so. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Knappes Ding. Mammutpanzer bereit. Knappes Dingelinus ist eingetroffen. Oh, guck mal, wir haben echt zwei gerettet. Cool. Ja, die kriegen jetzt halt eine Beförderung nach der anderen. Das ist ein bisschen pervers. Aber wie viele von diesen Tripods hier sind. Och nö. Tut das wirklich Not? Die haben sogar ein Portal hier aufgebaut. Wie dreist. Und eine Drohnenplattform. Einfach ein eigener kleiner Stützpunkt hier. Okay, ganz ruhig. Dann mal los. Ja, Sir. Mammutpanzer bereit. Okay, also Not... gute Nachricht ist, Not ist weg. Die schlechte Nachricht ist, wir auch bald. Ja, die Raffinerie braucht man gerade so schnell nicht mehr. Mammutpanzer. Was für ein Spaß. Unzureichende Mittel. Handy halt hier. Ausbildung. Unbesiegbar. Mit einem weiteren Landvermesser wird es funktionieren. Unbesiegbar. Bereit. Meine Befehle. Mammutpanzer. Vorsicht. Wir haben zu tun. Meine Befehle. Bitte reparieren, reparieren, reparieren. Bald kommt hier die ultimative Flut auf mich zu. Und der neue Spaltgenerator gefällt mir auch überhaupt nicht, muss ich gestehen. Mammutpanzer. Unbesiegbar. Bereit. Unbesiegbar. Erntevorgang läuft. Wir kümmern uns darum. Also wir hätten die Flüssigtiberium-Bombe. Aber ich warte noch ein bisschen, bevor ich sie einsetze. Auf zur Front. Bereit. Lader bereit. Unbesiegbar. Einsatzbereit. Völlige Überlegenheit. Nein, 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 nein. Wo bist du? Erntevorgang läuft. Gut, wir haben eh genug, aber... Okay, Jungs, das war gut. Meine Befehle. Reit an. Zack. Auf zur Front. Ja, Sir. Okay, wir haben mittlerweile eine ordentliche Anzahl an Manfred-Panzern. Die Frage ist jetzt bloß... Ja, was machen die Tripods? Feindliche Einheiten. Unaufhaltsam. Die machen wahrscheinlich die Tripod-Challenge. Die sind noch da hinten und alle schwer beschädigt. Ist in Ordnung. Gut, okay, dann bin ich mal woanders. Auf dem Weg. Dann nutze ich das mal, die Stunz der Kunde. Selber Kunde. Sag mal, wo der... Aber sonst ist noch alles richtig im Oberstübchen, ja? Komm da mal lang, komm da mal lang. Ich habe einen Plan, ich habe einen Plan. Alles easy. Mammut rückt vor. Ey, ich schwöre. Oh, das ist nicht euer Ernst. Aber man kann da auch langfahren? What? Okay. Ja, Sir. Unaufhaltsam. Oh shit, kommt jetzt zu mir? Wenn ja, dann habe ich keine Verteidigung hier. Panzerdivision. Sehen wir uns mal um. Verstärkliche Stützpunkt in Sicht. Sie sind wieder hier und kommen zu mir. Tiberiumfeld abgebaut. Soll mir das gefallen? Ich weiß nicht. Unsere Basis wird angegriffen. Oh nein, natürlich. Das war so klar. Es war so klar. Verdammt nochmal. Unbesiegbar. Na, eigentlich war es offensichtlich, dass die jetzt hier langkommen. Nee. Das ist ein GG.
Ein Spielstand davor, bitte. Das ist ein Gigeus Maximus, aka Aetus Dilitus. Ich fange die ab. Danach können wir uns noch drum kümmern. Auf dem Weg kriege ich bestimmt noch welche mit Bomben hochgejagt. Um die kritische Masse etwas zu. Ruhig. Das muss das Tiber-Flussbett sein. Dürfte schwierig werden, die Infanterie durch das blaue Tiberium zu bringen. Auf zur Front. Ich komme. Meine Befehle. Die Infanterie, hat er gesagt. Wie süß. Auf zur Front. Auf dem Weg. Nummer 1. Wir müssen jetzt einen nach dem anderen ausschalten einfach. Mammutpanzer bereit. Völlige Überlegenheit. Greife an. Feuer. Unaufhaltsam. Los geht's. Nähere mich. Ich komme. Mammut rückt vor. Was für ein Spaß. Okay. Ich komme. Unsere Basis wird angegriffen. Das sind ja noch mehr. Wow, hi. Ich meine, die Bomben haben gesessen, ja. Meine Befehle, unaufhaltsam. Einheit wird angegriffen. Abgebrochen. Mammutpanzer. Los geht's. Greife an. Feuer. Was für ein Spaß. Bin unterwegs. Ich komme. Dass die KI aber auch wirklich so übertreibt oftmals, ey. Mammut rückt vor. Ausbildung. Ich habe Ihre Codes. Erwarten Befehle. Auf zur Front, ja, Sir. Ich habe Ihre Codes. Sehen wir uns mal um. Ich habe Ihre Codes. Haben wir überhaupt noch die Tiberium-Sammler? Ich habe Ihre Codes. Unzureichende Mittel. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Unsere Basis wird angegriffen. Alter, warum ist das denn plötzlich so eskaliert? Feindliche Einheiten in Sicht. Shit. Nee, ich muss die Expansion erstmal vergessen. Unzureichende Geheimdienste aktualisiert. Rücke vor. Ja, Sir. Bereit. Feindliche Einheiten in sich. Abgebrochen. Kacke auf die Expansion erstmal. Wir finden neues Bauland. Das muss das Tiber-Flussbett sein. Es dürfte schwierig werden, die Infanterie durch das blaue Tiberium zu bringen. Mammut, Einsatz auf zur Front. Ich komme. Unaufhaltsam. Auf dem Weg. Unsere Basis wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Oh nein. Ich dachte, ich kann zwischenzeitlich wenigstens einmal. Ich will nicht ständig alle Sammler verlieren. Mammutpanzer bereit. Los geht's. Auf zur Front. Ja, Sir. Mammutpanzer. Völlige Überlegen. Keine Befehle. Ja, Sir. Ihr Firehawk. Oh nein, die haben keine Bomben beladen. Bereit. Ja, Sir. Okay, wir haben wieder 4 Panzer wie letztes Mal, nur diesmal. Wir haben wieder keinen Sammler mehr, oder? Kann ich noch ein bisschen weiter Feuer laden? 20.00, das könnte besser sein. Geheimdienste. Ah, da sind wir. Ganz ehrlich, das Nordproblem löst sich von selbst, habe ich rausgefunden. Wir müssen ihn zerstören. Das Nordproblem löst sich von selbst. Ohne Scheiß. Das macht sich von... Ja, das ist tatsächlich der... Okay, ganz gut, ohne Scheiß. Es gibt gar keinen Grund jetzt hier da. Das muss das Tiber-Flussbett sein. Unzureichende Mittel. Dürfte schwierig werden, die Infanterie durch das blaue Tiberium zu bringen. Ja, hier, kockt. Das ist, kockt vor allem. Guck, das macht sich von selbst, das Problem. Und ich glaube, die ganzen Tripods machen sich dann auch selbst kaputt, weil die Not stürmen wollen. Unbesiegbar. Guck mal, das sind sogar ein paar. Funktioniert das? Schlag sie zurück!
Ja, das, da ist dieser Hinterrücksangriff, der gekommen ist. Nee, halt. Mammutpanzer, bitte rückwärts zurück. Darüber, daran. Oh, schau, hi, kam die vorher auch schon in dieser Menge? Als ich da schon mal mit dem Mammutpanzer vorgerückt bin. Hier, die sind da gut schon am Vorrücken. Ich glaube, das Nordproblem löst sich von selbst. Ja, Sir. Überrollt sie. Macht sie fertig. Auf zur Front. Mammutpanzer bereit. Wir finden neues Bauland. Ja, Sir. Mal sehen, was da los ist. Okay. Ja, Sir. Bitte abgeben. Völlige Überlegenheit. So, dann nutze ich die Stunts der Gunde mal wieder, wie ich schon so oft zu ihm gesagt. Wie so schön zu Pflagensäge. Ah, ich hätte auch einfach mit dem Ingenieur da unten ein Kraftwerk annehmen können, statt ein Landvermesser rüberzuschicken, ne? Dann hätte ich auch eigentlich den Fortschritt, den ich brauche. Egal. Ah, Nord scheint überlebt zu haben. Shit. Talk about Dinge, die mir nicht gefallen. Wir finden neues Bauland. Völlige Überlegenheit. Ach, die haben den Spaltgenerator ja noch gar nicht gebaut. Hm. Soll ich einfach durchstürmen? Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Ich komme. Dann machen wir erstmal den Stützpunkt weiter kaputt. Greife an. Auf dem Weg. Einheit wird angegriffen. Nähere mich. Unaufhaltsam. Feindliche Einheiten in Sicht. Rücke vor. Los geht's. Greife an. Mammutpanzer bereit. Bin unterwegs. Mammut rückt vor. Auf zur Front. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Mammutpanzer bereit. Ja, Sir. Völlige Überlegenheit. Meine Befehle. Ja, Sir. Meine Befehle. Rücke vor. Da ist noch die Drohnenplattform. Ich glaube, da wird dann auch das Zeug gebaut. Da ist wichtig, dass das kaputt geht. Ja, Sir. Mammutpanzer. Los geht's. Ich glaube, jetzt können die Screen schon gar nicht mehr großartig angreifen. Die wurden da jetzt wirklich ein bisschen lahmgelegt in der Hinsicht. Los geht's. Mammutpanzer bereit. Okay, zurück. Auf dem Weg. Jede Menge Schiffchen. Vorsicht! Los geht's! Ja, Sir. Überrollt sie. Ja, mach mal das Ding noch weg, bitte. Bau abgeschlossen. Wir sind startklar. So, zurückziehen, Rückwärtsgang. Wir müssen eine große Reparatur. Ein Reparatur-Raid starten dann. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Bau unterbrochen. Oh nein. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Einheit wird angegriffen. Bereit. Auf zur Front. Ja, Sir. Mammutpanzer. Auf zur Front. Okay, ganz ruhig. Okay. Ja, ganz ruhig bleiben. Meine Befehle, auf zur Front. Bereit. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Hä, wo sind die hin? Na gut, ich soll mich nicht beschweren. Einheit wird angegriffen. Einheit gefördert. Ah, verdammt. Aber gut, viele Mammuts haben zurück, haben es sicher nach Hause geschafft. Das ist doch wichtig. So, jetzt ist Nord natürlich am Randalieren. Aber der Tempel ist halt auch weg. Und die können keinen Spaltgenerator mehr bauen. Alles gut. Ich krieg weiter mein schönes Tiberium. Bin unterwegs.
Nord kommt eigentlich nur von der Richtung. Eigentlich kann mich die Sprint jetzt nicht mehr wirklich großartig nerven. Völlige Überlegenheit. Mammut, meine Befehle. Mammutpanzer, unbesiegbar. Bereit. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, ich setze nicht immer nur auf Mammutpanzer, ich bitte euch, das ist doch langweilig. Ja, das sind Dinge, die nicht gut gealtert sind, nicht wahr? Aber ich meine, das ist jetzt gerade wirklich der Dampfhammer, den ich brauche. Völlige Überlegenheit. Oh, das gibt jetzt Geld bestimmt. Junge, das mit dem Einpacken üben wir mal aber wirklich noch. Ja, Sir, meine Befehle. Ah, wie schön alles repariert wird. Schön. Bodenunterstützung. Bau abgeschlossen. Okay. Jetzt habe ich meine Superwaffe. Haha. Ausbildung. Das sieht jetzt viel, viel besser aus als diese Grimdark Speicherstand, ey. Völlige Überlegenheit. So, Mammutpanzerkolonne hoch, um Nord zu zerstören. Das ist sogar ein Hauptziel, ne? Ah, übrigens, Alien Mastermind. Alien Spaltgenerator. Verglichen mit dem Spaltgenerator ist die Technologie unserer Ionenkunde fast schon primitiv. Offenbar erzeugt er ein Portal, das sämtliche Einheiten innerhalb des erzeugten Energiefelds erfasst und in den Weltraum schleudert. Lediglich einige wenige Gebäude halten einem derartigen Angriff stand, da die Zerstörungskraft des Spaltgenerators mit dem Potenzial unserer Ionenkanone und den Aurora-Raketen, der Atomraketen der Bruderschaft von Nord vergleichbar ist. Vergleichbar, aber wir wirken primitiv dagegen. Alles klar, natürlich. Okay. Feindliche Einheiten in Sicht. Bereit. Ja, Sir. Rücke vor. So, Nord. Wir haben noch ein kleines Hühnchen zu rupfen. Auf zur völligen Überlegenheit. Vielleicht auch ein etwas größeres Hühnchen. Schauen wir mal. Mammutpanzer. Mammutpanzer bereit. Meine Befehle. Einfach durch. Mammutpanzer bereit. Ich meine, wir werden den ersten von der verlieren, aber ansonsten flügen wir jetzt hier einfach rein. Oh, die haben sogar Energie verloren. Also die Skrin sind da wirklich richtig rein gewürmst. Oh komm, du kannst mal zurück zum Reparieren. Zurück zur Basis. Einheit wird angegriffen. Ja, Sir. Ich komme. Rücke vor. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Ja, das sind einfach nur die Fahrzeugfabriken, die stehen. Der Rest ist schon gar nicht mehr da, wirklich. Die können halt wirklich, die brauchen ja nicht mal Tiberium oder sowas. Die können einfach nur spammen und spammen. Das ist ein bisschen schade, dass die keinerlei Wirtschaft brauchen. Ich meine, bei anderen Command Conquer Teilen haben die KIs auch oft gecheatet, ja. Zumindest sind die da oftmals hin und haben auch noch zumindest Ressourcenbonus beim Abgeben gehabt oder sonst irgendwas. Aber hier, die cheaten einfach aus dem Nichts. Finde ich ein bisschen schade. Bringt ja auch nichts, irgendwie die Wirtschaft zu stören oder sonst irgendwas. Die können einfach aus dem Nichts Truppen ziehen immer. Alter, was macht denn das so? Das sind Minen wahrscheinlich, oder? Okay, gut genug. Wir ziehen uns zurück. Okay. Und dann ziehen wir jetzt den Rest zusammen und stürmen die Alien-Bude. Und dann haben wir's. Wurde auch irgendwo Zeit. Ja, Sir. Alles klar. Völlige Überlegenheit. Mammut, ja, Sir. Einsatzbereit. Auf dem Weg. Auf zur Front. Gut. Ich komme. Bereit. Ja, Sir. Meine Befehle. Unbesiegbar. Meine Befehle. Dann sammeln wir mal die Mammutpanzerarmee. Ja, Sir. Und die stürmen wir dann da durch. Mammutpanzer. Ja, Sir. Müssen dann bloß durch diesen schönen Krater hier durch. Und das Teil zerstören.
einmal nur durchraschen und fertig. Aber bevor wir das machen, setze ich natürlich die Rakete ein. Ich würde sagen, holen wir uns zuerst das schlechte Ende. Ich meine, es sollte offensichtlich sein, dass das schlechte Ende ist, die Rakete einfach abzuzünden, weil es auch die einfache Lösung ist. Ich glaube, da ist noch nicht zu viel gespoilert. Aber das gucken wir uns zuerst an. Damals habe ich es andersrum gemacht, meine Kinder. Ich kann mich erinnern, dass ich jetzt das gute Ende gemacht habe und dann nochmal geladen habe und dann die Rakete gezündet habe. Ich komme. Aber ich glaube, wir machen es erstmal so. Erst die, wie gesagt, wie mit der zuerst die schlechte Nachricht, dann die gute Nachricht und so. Bereit. So wird es ja auch sein. Okay, dann würde ich mal sagen, alles bereit für den finalen Sturm. Unbesiegbar. Feindliche Einheiten. Völlige Überlegenheit. Das ist nur ein bisschen Nachhut oder Vormütze oder was auch immer ihr wollt. Speichern wir hier nochmal. Und setzen das Raketchen ein. Ziel wählen. Flüssig die Beriumbombe gestartet. Das könnte ein Spektakel geben. Hui! Invasoren geben auf. Sie sind wehrlos. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen, Commander. Wir haben gewonnen. Easy peasy. Das wäre wirklich easy peasy gewesen, ne? Diese Art von Ende. Ja. Ich meine, ja, die Statistiken sollen so nicht so viel sagen, weil wir spielen es ja nochmal, wir machen ja den richtigen Sturm nochmal, aber es geht jetzt um die Endsequenz und wir wollen mal wissen, was jetzt eigentlich so die Nachwirkungen des Ganzen sind. Haben wir eigentlich alles? Sieht gut aus. Der Krieg gegen die Invasoren ging heute zu Ende. Aber er endete sehr tragisch. Eine Flüssig-Tiberium-Bombe, von der GDI in der roten Zone des Mittelmeerraums gezündet, löste eine Kettenreaktion aus, deren Schockwellen Tausende von Kilometern weit reichten. Und die Zahl der Toten liegt bei über 25 Millionen Menschen, GDI und Nod. Die Wissenschaftler prophezeien, es wird noch mehr Verluste in den nächsten Monaten geben. Tja, die Aliens sind weg. Alle Türme sind zerstört, bis auf den im Mittelmeer. Aber es kämpften zwei Truppen gegen uns und das war einfach zu viel. Bevor wir den Turm erreichten, war das verdammte Ding bereits uneinnehmbar. Allerdings hat man mir versichert, dass der Turm inaktiv ist und völlig harmlos. Wir werden wohl nie erfahren, wieso er gebaut wurde. Und nun zu Ihnen, Commander. Sie sind eine Schande für diese Uniform. 10 Millionen Tote, ihre Truppen gefallen. Ich würde sie höchstpersönlich vors Kriegsgericht zerren, wenn ich könnte. Leider hat ihr Freund Boyle die Medien überzeugt, dass sie ein Held sind. Daher sind sie unantastbar. Aber sie müssen mit dieser Belastung leben. Viel Glück dabei. Was habe ich gesagt, Commander? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Noch eine Minute bis zur Pressekonferenz, Direktor. Sie haben sicher gehört, dass Granger zurückgetreten ist, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Damit werde ich Sie, Kraft meines Amtes, auf dieser Pressekonferenz zum neuen Oberbefehlshaber machen. Halten Sie zu mir, Commander. Dann führen wir die GDI in eine erfolgreiche Zukunft. Ja. Ziemlich düsteres Ende, würde ich sagen, ne? Das ist nicht das, was wir haben wollen. Genau deswegen laden wir nochmal. Und machen das anständig und sauber. Ab geht's. Party! Es kamen nicht mal Credits, ne? Fällt mir gerade ein, auf und zu. So, wir haben vorhin noch gesehen, wie da... Ich meine, ansonsten könnte ich noch unterstützen, die Ionenkanone mit dazu böllern. Ja, Sir. Auf dem Weg. Einmal durch, bitte. Dankeschön. Oh, ein paar Schiffchen. Die wollen jetzt quasi klar Schiff mit mir machen. So, halt da drauf. Einfach draufhalten und zerstören. Oh, noch ein Mutterschiff. Oh, die wollen es jetzt aber echt wissen. Ah, das Ding geht runter.
wie Buddha höchstpersönlich. Oh, Alter, das Ding hat eine eigene Bossphase. Das Ding ist einfach unverwundbar. Ja, wir haben auch einen Schutzschild gemacht. Entschuldigen Sie. Darf ich jetzt? Danke, sehr freundlich. Das Ding hat einfach eine Unverwundbarkeitsphase, das wusste ich gar nicht mehr. Oh mein Gott, das wird... Es hat echt nicht mehr gereicht. Muss spätestens die Jungkanone dann aushelfen. Diese blöde Unverwundbarkeitsphase. Boah, wie viele Schiffe bitte. Ja, das muss die Ionenkanone restlich machen dann. Ah, scheiß drauf, löse ich die Bärenmarkette gleich ein zweites Mal. Einfaches Prinzip. Ja, ich habe jetzt noch die 1 Minute 20. Wir sind startklar. Vielleicht schaffen es die Firehawks, wenn ich die gut durchdirigiere. Die müssen nur von da rechts rüber und die Bombe abwerfen. Alter, was da alles kommt. Feindlicher Stützpunkt. Links zum Zielgebiet. Die haben da echt noch. Oh gut, einen Sammler haben sie hier. Wow. Au, 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 au. Au, au, du komm. So, komm jetzt. Zerstört's! Jawohl! Initialisiere Video-Uplink. Es funktioniert, Commander. Die Invasoren geben auf. Sie sind wehrlos. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen, Commander. Ich meine, mit der Ionenkanone wäre es ein bisschen epischer gewesen, aber so geht's auch. Ja, das war's mit den Skrinn. Was sie hier wollten, warum sie da waren, ich würde sagen, das erfahren wir bestimmt noch. Es gibt ja noch mehr als diese Kampagne. Okay? Normal ist fertig. Alle Bonusziele, alle Geheimdienste, perfekt. Die GDI hat einen fantastischen Sieg errungen und die Invasoren hoffentlich entscheidend vernichtet. Sehr gut, Commander. Alle Achtung. Sie haben die Invasoren geschlagen, und zwar auf die richtige Art. Alle Türme sind zerstört, bis auf den im Mittelmeer. Aber es kämpften zwei Truppen gegen uns, und das war einfach zu viel. Bevor wir den Turm erreichten, war das verdammte Ding schon uneinnehmbar. Allerdings hat man mir versichert, dass der Turm inaktiv ist und völlig harmlos. Wir werden wohl nie erfahren, wieso er gebaut wurde. Übrigens, haben Sie schon gehört? Boyle ist zurückgetreten, Commander. Er wäre sonst vors Kriegsgericht zitiert worden wegen des Einsatzes der Tiberium-Bombe. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber die GDI hat eine neue Führung und neue Hoffnung. Sie sind ein Held, Commander. Und man wird sie ewig im Gedächtnis behalten. Sie gehen in die Geschichte ein. Jawohl, damit kann man doch schon ein bisschen eher schlafen, würde ich sagen. Perfekt. Gut. Das war die GDI-Kampagne von Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal gleich, wenn es mit der Nordkampagne weitergeht. Und ja, dort werden wir um einiges mehr zur Story erfahren. Also, wie es immer so ist bei Command & Conquer, das ist ja meistens immer so, GDI ist immer so die Sicht der der klassischen Guten und wie wir jetzt gegen die Bruderschaft kämpfen und dann einfach den Sieg erringen. Bei der Nord-Kampagne sieht man dann jede Menge Nuancen und zusätzliche Sachen zur Story. Also Nord ist für gewöhnlich eigentlich immer die Story-Kampagne und GDI ist einfach so diese typische, wir gewinnen einfach den Krieg-Kampagne, sagen wir es mal so. Und ja, ich würde mal sagen, wir können gespannt sein, wie es auf der Nord-Seite weitergeht. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen für alle, die bis hier dabei waren bei der GDI-Kampagne. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der Nord-Kampagne mit dabei. Die werden wir uns gleich anschließend genehmigen. Dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye.